opfer dich bitte nicht mehr für andere auf. Du bist die Nummer eins in deinem Leben. Absolut. Du bist als Frau der Motor für alles. Wisst ihr, als es mir so schlecht ging, als ich so depressiv war, da war alles scheiße in meinem Leben. Da war die Beziehung zu meinem Mann scheiße, es existierten keine Freundschaften, das Leben hat mir keinen Spaß mehr gemacht, die Kinder haben mich nur noch gestresst, alles war schlecht. Und dann habe ich einfach den Schalter umgelegt und gesagt, nein, ich mache jetzt mal wirklich was für mich. Ich stelle mich nicht mehr hinten an. Ich opfere mich nicht mehr für andere, sondern ich weiß, wenn ich mich auf die Beine gestellt habe, psychisch, emotional, seelisch, finanziell, alles Mögliche, dann bin ich der Motor. Und wisst ihr, die Stewardess im Flugzeug sagt es euch schon, wenn die Sauerstoffmaske fällt, dann legen sie erst ihre zu, bevor sie anderen helfen wollen. Und so ist das im Leben. Du kannst nicht stark sein für deine Kinder, für deine Beziehung, für deinen Mann, wenn du innerlich schwach bist. Und wenn du immer so hinten dich anstellst. Wirklich priorisieren. Und bitte, ich bin überhaupt keine, wenn ich das hier so sagen darf, diese Emanzenkacke. Das ist gar nicht meine Welt. Dieses aus Widerstand starke Frau sein. Nein, ich bin aus Liebe, aus Erfüllung, aus Schöpferkraft will ich eine starke Frau sein. Widerstand führt immer nur zu Widerstand. Widerstand gegen die Gesellschaft, Widerstand gegen die Männerwelt, das kann nur zu Widerstand führen. Wir müssen einen smarten Weg finden, das zu bekommen, was uns zusteht. Und das geht nur, wenn wir aus positiver Energie losgehen. Geh raus aus dem Mangel. Mach bitte alles in Fülle, aus Fülle. Es fängt schon in deiner Gedankenwelt an, wenn du irgendwo in einem Schaufenster stehst. Was auch immer du siehst, Schmuck, eine Tasche, Schuhe, irgendwas Wertvolles, wo du dir denkst, wow, das würde ich mir echt gerne mal kaufen, okay? Wenn du dich dabei erwischst, dass du sagst, okay, das werde ich mir nie leisten können, dann bist du absolut in deinem Mangelbewusstsein. Schau, dass du dir die Fragen stellst, wie? Wie kann ich mir das irgendwann leisten? Was muss ich machen, damit ich mir das irgendwann leisten muss? So rein in die Fülle. Du gibst deinem Gehirn automatisch und deinem Unterbewusstsein ein Signal, hey, such mal bitte eine Lösung. Aber wenn du sagst, so, das werde ich mir nie leisten können, warum soll irgendjemand auf die Idee kommen, hier nach einer Lösung zu finden? Raus aus Mangel, hin in die Fülle. Das ist alles ein Prozess. Ich will euch nur die wichtigsten Stellschrauben jetzt einfach mal darstellen, okay? Und ganz, ganz wichtig, stop Gossip. Gossip ist so, so schlimm und das kommt immer zurück im Leben. Wenn du eine erfolgreiche Frau siehst, wenn du eine Frau siehst mit einer wundervollen Figur, die du auch gerne hättest, obwohl du auch drei Kinder hast und sie auch und du aber ganz anders aussiehst als sie, dann gönn ihr das ruhig. Gönne den anderen. Denn auch hier, wer an das Gesetz der Anziehung glaubt, der versteht, dass alles, was du aussendest, zurückkommt. Und wenn du Negatives aussendest, wirst du Negatives bekommen. Hört auf damit. Hört auf mit diesem Gossip-TV-Scheiß. Wir haben seit 8 Jahren kein Free-TV zu Hause. Nichts. Wir haben einen Fernseher, wir schauen uns gewisse Dinge an, wir streamen und. Aber dieses Ganze, was im Free-TV läuft, das ist Bullshit. Hört wirklich auf damit. Ganz, ganz wichtig.